Moin meine Lieben, heute wollte ich euch zeigen, wie ihr Metheno wirklich einfach und sicher im neuesten DLC Shiny hatten könnt. Problem nämlich bei Metheno ist, dass wir es in dieser Schellenkrustenform tatsächlich nicht erkennen können. Also ich hatte schon immer gedacht, so ja gut, wenn man Fleckmon erkennen kann, dann kann man das bestimmt auch. Aber nein, tatsächlich nicht. Wir hatten es gestern im Stream zusammen gehuntet und ich musste tatsächlich feststellen, dass es nicht so ist. Deswegen wollte ich heute für euch einmal das Video machen, damit du auch dein Metheno halt wirklich einfach shiny hunten kannst. So Freunde, wir sind im Spiel angelangt und natürlich als erstes müssen wir wissen, wohin es geht. Das Ganze ist im Polarareal bzw. Polarbiom. Und hier vorne ist der Platz, wo wir tatsächlich hin müssen. Dann reisen wir natürlich erstmal zum Polarplatz und von dort aus können wir dann ganz entspannt dort hinfliegen. Falls du natürlich nicht fliegen kannst, geht das Klettern natürlich auch. Also du musst jetzt nicht irgendwie das Spiel durchgespielt haben, um diesen Shiny Hunt machen zu können. Der Weg ist auch gar nicht so weit. Also wir schauen tatsächlich schon so gefühlt auf den Platz, wo wir das Ganze machen. Hier links haben wir die Höhle, die ihr vielleicht schon kennt, wo ihr Flamly hunten könnt. Das ist der einzige Spot. Und ja, hier vorne ist auf jeden Fall der Platz, wo wir gleich loslegen werden. Hier vor diesem Stein, vor diesem Felsen müssen wir uns nämlich positionieren. Da musst du mal so ein bisschen aufpassen, dass das Picknick dann auch aufgeht. Dass wir uns mal eben so ein bisschen hier hinstellen. Ich hatte es nämlich auch schon, dass ich hier ein paar Versuche gebraucht habe. So, jetzt haben wir den Tisch auf jeden Fall aufgestellt. So in etwa müsstest du auch in etwa stehen. Und als Sandwich brauchen wir ein Gesteins-Sandwich. Also in dem Fall mache ich die kurze Variante mit der Jalapeno. Kannst natürlich auch die lange nehmen. Dafür bräuchtest du dann in dem Fall den Bacon. Jalapeno-Dings ist auch auf jeden Fall die einfache Methode. Braucht ihr nicht so viel auf Sandwich legen. Und dann müsstet ihr gleich jede Menge Metenos haben. So, packen wir mal eben den Kram rauf. Obere Hälfte braucht ihr nie, also da müsst ihr gar nicht draufpacken. Die beeinflusst tatsächlich nicht das Sandwich. Wenn wir jetzt alles richtig gemacht haben, ich hoffe, ich habe das Rezept noch richtig im Kopf gehabt, müssten wir jetzt tatsächlich Schillerkraft, Titelkraft und Begegnungskraft für Gesteins-Pokémon haben. Bist du dann an diesem Punkt angekommen, bleibst du auch an dieser Stelle stehen. Jetzt kommen wir nämlich zum wichtigen Punkt, auf was du achten musst. Denn du musst darauf achten, dass du die richtige Menge Metheno hast. Wir lassen erstmal kurz einen Moment Zeit, dass alles spawnen und dann fängt der Spaß nämlich erst an. Und zwar zählst du die Metheno durch. In dem Fall haben wir jetzt hier 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15. So, zählst du die Zahl 15, heißt es für dich Picknick öffnen. Ah, okay, jetzt öffnet er es nicht mehr. Ich mich gerade bewegt gehabt. Naja, auf jeden Fall Picknick öffnen, dass sozusagen die Metheno verschwinden. Dann im Anschluss öffnest du das Picknick wieder, zack, und kannst dann wieder warten und zählen. Letztendlich hat das zur Folge, du musst 16 Metheno zählen. Hier kommen wir zum ganz wichtigen Punkt. Du musst 16 Metheno zählen, damit du dann auch weißt, dass das Shiny dabei ist. Hier in dem Fall haben wir wieder 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15. Ich habe das gestern auch im Stream gemacht. Ich habe eine Viertelstunde ungefähr gebraucht. Also hier ist es ganz wichtig, dass du dann halt jedes Mal das Picknick öffnest und wieder schließt, damit du dann halt neue Metheno bekommst. Und sobald du 16 Stück hast, geht für dich die Suche los. Du musst natürlich ein bisschen aufpassen, wie du dich bewegst. Nicht zu weit nach rechts, nicht zu weit nach links. Weil ihr wisst ja selber, ihr habt so eine Art Radius um euch. Wenn ihr zu weit von einem Pokémon weg seid, dann sind sie halt despawned. Wie gesagt, 16 Stück. Wenn 16 Stück da sind, dann geht's los, den Autokampf. Hier empfehle ich dir auch noch ein Pokémon wie Seemon. Hier sind wir bei dem besagten Seemon, was wirklich wichtig ist. Deswegen mach dir bitte eins fertig, damit du auch wirklich keine Probleme beim Shiny Hunt bekommst. Das Problem nämlich hierbei ist, dass Metheno Risiko tackle kann, aber das Schlimmste ist halt die Explosion. Die müssen wir halt verhindern. Das kannst du tatsächlich mit einem Seemon mit der Fähigkeit Feuchtigkeit. Das ist eine versteckte Fähigkeit. Pokémon befeuchtet die Umgebung und verhindert so den Einsatz von Attacken wie Final
Finale. Das Pokémon Seemon tatsächlich könnt ihr euch auch Terra-kristallisiert fangen. Das findet ihr hier ungefähr mittig an dieser Stelle. Auf jeden Fall achtet darauf, dass ihr ein Pokémon mit dieser Fähigkeit dabei habt. Ansonsten habt ihr ein großes Problem. Ja, meine Lieben, das war's mit dem heutigen Guide zu Meteno. Ich dachte, ich mache euch mal ein längeres Video, damit man halt auch wirklich weiß, was zu tun ist. Wenn man das Ganze dann versucht, in einem 60 Sekunden Short-Video reinzuprügeln, wird das auch schon dann ein bisschen knapp, damit ihr dann nicht auch raten müsst, wo ich war oder irgendwie ein bisschen Informationen halt fehlen. Ich hoffe, du hast schon Erfolg gehabt. Falls ja, schreib es mal gerne in die Kommentare. Und falls du dir noch irgendwas wünschst, lass es mich gerne wissen. Ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal, meine Lieben. Macht's gut und ciao, ciao.